So. Ja, wieder mit einem fetten Loch. Ne? Also warum haben die Dörfer denn alle so riesige Löcher in der Mitte? Das verrat mir mal. Sag mal, geht's noch? Ja, ich weiß, mit dem Schwert geht's schneller, aber ich will das Schwert nicht kaputt machen. Leere Karte, leere Karte. Papier, okay. Nehmen wir mit. Kartentisch. Kann ich. Wie war denn das? Ich kann die nicht mehr größer machen, ne? Ich kann sie kopieren. Schade. Ich meine, irgendwie müssen wir das rauskriegen. Weißt du was? Ich nehme noch ein Bett mit. Da ich jetzt ja den Kompass habe, weiß ich ja wenigstens, wie ich nach Hause finde. Dann brauche ich mir diese Todoption nicht offen halten. Hier was Interessantes auch nicht. Guck mal, da haben wir noch eine Truhe. Akazien, ja. Boah. Sind die Taschen schon wieder voll? Mann. Wenn ich jetzt noch mehr krasses Zeug finden sollte, wird's eng. Brot. Ja, Brot geht immer. Stickies brauchen wir auch nicht unbedingt. Hier waren sehr viele Kartenmenschen unterwegs, ne? So, das war's auch schon. Viel mehr gibt's hier nicht. Nö, ne? Gut. Ja, immerhin. Paar coole Sachen gefunden. Ja, Maut. Oh. Und wir sind nach wie vor der kleine Punkt. Jetzt schwimme ich da mal kurz rüber und dann latschen wir da mal runter. Und dann gucken wir weiter. So, dabei können wir was futtern. Und schon mal das Bett parat machen. Einmal kurz schlafen. Zack. Die Nacht ist um und weiter geht's. In diese Richtung. So, was haben wir denn da? Hinter diesem Hügel. Das Paradies. Nein, haben wir nicht. Da ist einfach nix. Komischer gespaltener Berg und Löcher. Spaltende Berge und Löcher. So habe ich mir das Paradies nicht vorgestellt. Latsch mal hier lang. Oh! Oh! Ich sehe gerade, der Punkt ist fetter geworden. Also entweder haben wir gewaltig Gewicht zugelegt, nachdem ich gegessen habe, oder, was viel wahrscheinlicher ist, hier ist ein Dorf, was viel wahrscheinlicher ist, wir laufen in die richtige Richtung. Jawohl! Habt ihr das gehört? Ich laufe in die richtige Richtung. Kleiner Mann, hast du das gehört? Krass. So. Jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier zu plündern? Auszuborgen, meine ich natürlich. Der hat nix. Ja, der will Papier. So viel Papier habe ich jetzt aber gerade nicht am Start. Wie komme ich hier rein? Da. Da ist aber nichts. Okay, da will ich da nicht rein. Da stinkt es auch ein bisschen drin. Hab bestimmt nicht mal in die Ecke gemacht. So, haben wir hier eine Kiste. Hallo. Hohes Graswald. Das ist ganz behalten. So ein Schund nehme ich nicht mit. Das packe ich mir nicht in die Tasche. Ja? Meine Tasche ist kein Mülleimer.
Oh, ich bin begeistert. Wir laufen in die richtige Richtung. Oh. Das hätte ich jetzt auch nicht verkraftet. Dass wir da einfach... Oh. Boah, den... Oh, den können wir stacken. Alles klar, dann nehmen wir ihn mit. Wenn wir jetzt in die falsche Richtung gelaufen wären, das hätte mich fertig gemacht. Aber wir sind halt auf der richtigen Spur. Also so viele leere Karten. Kann ich leere Karten an... Nein, du willst auch Papier. Ich muss leere Karten an euch verticken. Davon hätte ich ein paar. Hallo. Was willst du? Fäden. Ja, Fäden habe ich leider keine. Da ist nichts drin. Wow, geräumige Hütte. Bin direkt neidisch. Hier. Brote. Also verhungern tun wir nicht auf der Reise. Nee, wir verhungern definitiv nicht. Also diese Dörfer hier, diese Akazien-Dörfer, wie auch immer, die haben wahnsinnig viele Kartentische, ne? Also Kartografen heißen die, glaube ich. Davon haben sie sehr, sehr viele. Dafür fast nichts anderes. Was haben wir denn hier? Gelber Farbstoff, Steinziegel. Ja, die könnt ihr behalten. Da habe ich wenig Interesse dran. Ja, gut. Dann macht's mal gut. Bis zum nächsten Mal. Ich laufe mal in die Richtung hier. Und dann sollten wir so langsam aber sicher den Bereich aufdecken, oder? Hops. Nur mal so in die Richtung darüber. So. Jetzt könnte es ja nicht mehr allzu lang gehen, dass sich der Punkt auch mal irgendwie bewegt. Also wenn wir Glück haben, laufen wir direkt drauf zu, wenn... Oder wir sehen gleich, dass er irgendwie nach links oder rechts, also runter oder nach links rüber geht. Oder er wird wieder kleiner und dann sind wir falsch. Ja? So. Ich bin gespannt, wie es aussieht, das Anwesen. Wie gesagt, ich habe sowas noch nie gesehen. Nicht mal in Videos oder so. Ich bin gespannt, ich bin gespannt. Ich weiß nur, dass die Gegner echt übel sein sollen. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Vielleicht habe ich einfach Glück. Ist keiner zu Hause. Dann plündern wir mal kurz und dann gehen wir nach Hause. Dann hauen wir wieder ab. So. Wir tauschen Bett gegen Boot. Zack. Wir schippern einfach mal so ein bisschen am Rand entlang. Vielleicht bringt uns das was. Ich habe das Gefühl, damit sind wir ein bisschen schneller, als wenn wir zu Fuß da drüber latschen. Noch sind wir immer ein kleiner Punkt. Dann einmal hier durch. War das? Das pfeift hier. So. Einmal raus. Ach, ein Delfin. Nice. Hallo. Aber die machen wir nichts. Delfine töten wir nicht. Nee, nee. Ich glaube, aus denen kriegen wir auch nichts Interessantes. Der Punkt ein bisschen kleiner geworden. Hat
gerade so ein bisschen das Gefühl. Also, ich bin mir noch unsicher. Ich spann jetzt mal dazwischendurch. Ich meine, irgendwas muss ja passieren. Entweder wird der Punkt kleiner oder er wird größer. Also, irgendwo müssen wir doch rauskommen. Irgendwann müssen wir an das Ding kommen. Bambus? Jetzt finde ich ganz viel Bambus. Wenn ich nicht danach suche, dann habe ich den in Hülle und Fülle. Schippen mal da. Vielleicht wird es da eher was, wenn ich in die Richtung schippe. Vielleicht bewegt sich dann der Punkt mal ein bisschen. Irgendwie. Ich hoffe, das wird jetzt nicht wieder so eine unendliche Suche. Ich habe ein bisschen das Gefühl, das Let's Play zieht sich jetzt gerade so ein bisschen dann. Es zieht sich jetzt einfach in die Länge. Na, mal eine große Insel. Wir vielleicht auch umsegeln können, umrudern können, besser gesagt. Ich möchte jetzt nicht drüber kraxeln über alles. Ein fliegender Stein. Komm jetzt. Wir müssen doch jetzt endlich mal die Karte aufdecken. So. Dann mal, damit es jetzt hier nicht allzu öde wird, was eh schön ist. Oh, ein Delfin. Habt ihr gesehen, wie der gesprungen ist. Schön, ne? zum Thema Server nochmal. Also wenn Interesse besteht, würde ich das Thema Server dann irgendwann mal angehen. Ich muss doch mal gucken, was mich da Spaß kostet. Dann würde ich wahrscheinlich einen... Der Seetang hier. Hab ich hier irgendwas verpasst? Wieso spawnt hier so viel Seetang? Ich meine, ich nehme ihn gerne mit. Ich weiß zwar noch nichts damit anzufangen, aber ich nehme ihn mal mit. Wie gesagt, wenn Interesse besteht an dem Server, einfach mal in die Kommentare schreiben. Oder auf Discord, wenn ich das Discord-mäßig dann alles mal soweit eingerichtet habe. Und dann würde ich mal schauen, vielleicht so 10 Plätze oder so. Ich glaube, viel mehr würde ich gar nicht machen, weil sonst wird es ein bisschen sehr teuer, weil ich finanziere das halt aus eigener Tasche alles. Also ich krieg da nichts gestellt oder sonst irgendwas. Und ja, da muss ich halt auch ein bisschen drauf achten. Genau. Ja, da könnte man gucken, wie man das macht. Ich würde dann auch fast sagen, wir spielen das dann alles Vanilla, ganz normal. Keine Mods, gar nichts groß reinballern. Alles andere wird nur wieder viel zu kompliziert, weil wahrscheinlich kommt dann der eine und sagt, ich will die Mod, der nächste sagt, ich will aber die Mod und dann das und das und das. Und dann ist das alles so zugemüllt irgendwann mit allem sämtlichen Mods, die man haben kann und machen kann und... Ah, weiß ich nicht. Ich habe auch mal kurz überlegt, Life in the Woods als Server zu machen. Das war auch eine Überlegung. Weil ich das Mod-Paket eigentlich ganz cool finde und wenn man da dann halt nichts mehr macht, sondern das einfach so lässt, wäre es eigentlich auch nicht schlecht. Ist allerdings eine veraltete Version. Das ist halt der Nachteil. Und ich glaube, man kriegt das nicht aktuell. Das Life in the Woods-Paket bekommt man nicht. In der aktuellen Minecraft-Version.
Was schade ist, weil dann dieses riesige Höhlen-Update und alles, was da, also alles, was dazugekommen ist, Höhlen und sonst was, ist halt weg. Das hätten wir halt nicht. Das wäre halt schade. Das mag ich schon. Ich mag die großen Höhlen und alles. Und deswegen würde ich es, glaube ich, ganz normal einfach so Minecraft spielen. Ganz normal auf dem Server, 10 Plätze. Und dann kann sich da jeder, also die Leute, die mitmachen, ein Platz wäre reserviert. Wenn die Person noch mitmachen will. Die hatte mich ja damals angeschrieben, gefragt, ob man da mitspielen kann. Und ich habe dann geschrieben, dass man, also dass ich das schon mal drüber nachgedacht habe und dass man das dann machen könnte. Also der Platz wäre reserviert, dann wären es ja, nachdem ich natürlich auch einen Platz habe, noch 8 Plätze dann. Und da müsste man dann gucken, wer mitspielen will. Und ja. Wie gesagt, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob ihr Interesse hättet. Oder halt auf Discord. Ich denke, bis dann, bis die Folge hier rauskommt, sollte ich das mit dem Discord einigermaßen hingekriegt haben. Und verlinkt es dann auch in die Videobeschreibung immer unten rein, dass jetzt Discord da ist. So, dass wir da einfach ein bisschen einfacher kommunizieren können. Das ist, glaube ich, nochmal ein bisschen besser als immer nur über... Ich habe keine Ahnung, wo wir hier hinschippern, ne? Leute, ich habe keine Ahnung. Ist dann nochmal ein bisschen besser als immer nur in den Kommentaren unten. Oder für den Fall, dass ich, wenn ich jetzt weiter öfter streamen sollte, könnt ihr auch einfach in den Chat schreiben. Das ist natürlich auch eine Option. Huch. Ja, man sollte halt auch gucken, wo man hinrudert, ne? Ja, guten Morgen. Ich weiß nicht, der Punkt bewegt sich halt nicht. Null. Niente nada. Gar nicht. Ich meine, wo ist das blöde Anwesen? Das ist ja keine Ahnung. Wo haben sie das hingebaut? Wir rudern weiter. Irgendwann muss sich der Punkt ja mal bewegen. Der kann ja nicht ewig da in der Ecke hocken. Ich meine, er wird auf jeden Fall nicht kleiner. Das ist schon mal gut. Also ich habe ja gehört, dass diese Anwesen sehr selten sind. Aber dass die so weit weg sind. Ich das gewusst, dass ich jetzt irgendwie die nächsten 6 Folgen irgendwie dahin rudern muss. Ja, da hätte ich mir das aber vorher überlegt. Aber hier hätten wir Birken ohne Ende. Die lasse ich jetzt aber mal. Die nehme ich jetzt nicht mit. Damit die Taschen nicht noch mehr zumüllen. Eh schon ganz viel Zeug. So. Ja, hier vorne ist gleich Endstation. Wir sind immer noch ein Punkt. Mann. Was soll ich noch alles erzählen? Ich habe doch keine Gesprächsthemen mehr. Die gehen mir ja schon wieder aus. Ihr könntet mir auch, das werde ich dann auch im Discord wahrscheinlich machen, ihr könntet mir auch mal schreiben, was ich Let's Playen soll. Komme ich da durch? Oder sieht das nur so aus? Sieht auf jeden Fall interessant aus. Jo, mach mal Bumm, da hinten, ne? Ja, ich höre dich schon. Alter Gurgelheinz. Das ist wieder so einer. Aber es wird, glaube ich, gleich hell, ne? Es wird, glaube ich, gleich Tag. Wir müssen aber in die Richtung, würde ich behaupten. Ich muss mal kurz... Das Ei. Das Ei kommt weg. Plopp. Gut. Einmal hier lang. So, so sehe ich mehr. Genau. Gegen Spiele und so einfach mal in die Kommentare oder dann auf Discord reinschreiben.
wie es dann aussieht, spieletechnisch, was Let's Playen soll. Aktuell laufen 4 Stück bei mir, das ist gerade echt ein bisschen sehr viel für mich, weil ich einfach zeitlich eigentlich gar nicht so viel Zeit habe. Da habe ich jetzt ordentlich reingehauen die ganze Zeit, dass ich so viele Let's Plays gleichzeitig raushauen kann. Ja. Aber ich glaube, das eine ist ziemlich begrenzt. Es hat einfach eine Story, die spiele ich dann durch und dann ist das Spiel auch zu Ende. Ist der Punkt jetzt noch größer geworden? Sieht so aus, ne? Aber eigentlich müssen wir die Richtung... Oh, Mann. Mann, ich will jetzt endlich Fortschritt hier. Ja, und wenn das eine Spiel zu Ende ist, dann hätte ich ja eigentlich wieder Platz für ein neues Spiel auf dem Channel. Ich habe irgendwie das Gefühl, der Punkt bewegt sich einfach keinen Deut weiter, ne? Mann. Schildkröte. Da können wir jetzt aber auch nicht so viel anfangen. So. Haben wir hier runter. Zack, zack, zack. Da brennt der Wald. Was ist hier los? Der eine gezündelt? Ja. Oink, oink. Guten Tag. Geht man nicht so, so nah an das Lavaloch. Sonst haben wir hier gleich Grillfleisch. So, die Nadel sollte eher so ein bisschen nach unten zeigen. Vom Kompass. Daran orientiere ich mich gerade. Weil wir die ganze Zeit so in die Richtung sind, dass die Nadel immer nach unten gezeigt hat. Also so in die Richtung. Es wird hell, schön, dann verrecken die hier gleich alle. Die nerven nämlich schon wieder. Ich gebe nicht auf, wir sind jetzt so weit gekommen. Irgendwie müssen wir zu diesem Punkt kommen. zu dem Haus. Ich gebe nicht auf. Nein, nein. Ich muss die Folgen auf YouTube irgendwie, keine Ahnung, kennzeichnen, dass die einfach furzlangweilig sind, dass wir hier die ganze Zeit nur laufen. Keine Ahnung. Ich werde sie Wanderfolge 1, Wanderfolge 2 und Wanderfolge 33 nennen wahrscheinlich. Aber so viele Parts wird es wahrscheinlich davon geben, wie das aussieht hier. Wie weit das weg ist. Beziehungsweise, ich weiß ja nicht mal, ob ich in die richtige Richtung laufe. Was war mit dem Fuchs los? Hat er was genommen? Ja, der war jetzt ganz schön flott unterwegs, würde ich sagen. Ne? Komm, wir gehen mal da runter. Dann geht's mit dem Boot weiter. Au, 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 au. So. Auf geht's. Schnell einen Happen essen. Haben wir mehr Kraft zum Rudern. Komm, lass das jetzt. Super. Direkt Endstation. Mann. Naja, immerhin ein bisschen. Auch coole Höhle.
einmal hier hochkrebsen. Zack, zack. Das Anwesen finden wir nie, ey. Wer hat denn das auch so weit weggebaut? Portal wieder, krass. Gut, das, den weinenden, weißt du was, den Obsidian, den baue ich ab. Oh, die Karotte, die Kartoffel, wobei, haben wir hier eine, ja, wir haben eine Truhe. Hui, guck mal. Karotte, Kartoffel, Papier, zwei Pfeile, brauche ich alles nicht, ehrlich gesagt. Moosblock brauche ich nicht, den Weizen brauche ich ehrlich gesagt nicht. Den Bambus brauche ich auch nicht, davon habe ich auch genug, die giftige Kartoffel brauche ich schon zehnmal nicht. Das brauche ich... Brauche ich auch nicht den Käse da. Die nehme ich jetzt einfach mal mit, weil ich es kann. Und dann bauen wir hier kurz das Obsidian ab. Mal ein bisschen was anderes, als die ganze Zeit latschen, baue ich halt mal wieder was ab. Viel spannender. Vor allem den weinenden Obsidian nehme ich mit, weil daraus können wir noch dieses eine, ich habe vergessen, wie es heißt, dieses eine Gedingse da bauen, da diesen komischen lila Krug, Topf, Kessel, keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Ja, dafür brauche ich ja den weinenden Obsidian, da hatte ich immer viel zu wenig. Deswegen nehme ich den hier gleich mal mit. Und den Goldblock können wir eigentlich auch mitnehmen, ne? Und dann geht die Jagd weiter nach dem Waldanwesen. So. Ich wollte gerade sagen, sag jetzt nicht, dass Lava drunter. Wäre ärgerlich gewesen. So. Den anderen Obsidian brauche ich eigentlich gar nicht abbauen. Weil. Den haben wir selber vorrätig. Den muss ich nur abbauen. So. Ich muss in diese Richtung irgendwie. Hunger. Zack. Schnee. Okay. Wir haben ein Schneebiom gefunden. Nice. Aber hier ist, glaube ich, auch nichts, ne? Gibt es Schneedörfer? Oh, oh, oh! Oh! Ich, oh mein Gott! Schlecht. Oh, ich hab schon den Tod vor Augen gehabt. Huh! Ich kenne mich doch nicht aus, das kannst du nicht machen. Das Ding ist, ich habe keine Herzen mehr gesehen. Ich dachte, jetzt bin ich tot. Ich hätte jetzt so abgekotzt. Wir müssen in die Richtung. Kann ich? Oh Gott, wir müssen uns hier durchgraben. Das ist ja fürchterlich. Da laufe ich jetzt bestimmt nicht drauf. Interessant.
Also, das mit dem Pulverschnee kannte ich jetzt bisher auch so noch nicht. Aber ist schon cool gemacht irgendwie, dass man sich hier so ein bisschen durchgraben muss. Hier kann ich wieder laufen. Okay. Alles klar. Geht's weiter in die Richtung? Autsch. Da brennt's wieder. Da oben haben wir, glaube ich, schon wieder Schneebiom gehabt, soweit ich das gesehen habe. Dichter Wald hier wieder. So. Hier wird es ein wenig sonniger, das ist schön. Aber ein Fortschritt wäre noch viel schöner. Ein Fortschritt wäre viel, viel schöner. Ich weiß gar nicht mehr, was ich erzählen soll, ganz ehrlich. Ich finde das gerade alles ganz fürchterlich, dass ich hier so lange rumlatsch und nichts passiert. Dieser blöde Punkt, der bewegt sich halt einfach keinen Millimeter. Das ist unfassbar. Ich verstehe das nicht. Der müsste doch irgendwie nach unten oder nach links oder... Ich habe keine Ahnung. Kein Plan, Leute, kein Plan. Boah, da kommt noch mehr Schneebiom. Okay, krass. Sieht, sieht das geil aus. Das ist cool. Boah, geil. Also wir laufen jetzt die ganze Zeit so ein bisschen in diese Richtung hier, dass der Pfeil nach unten zeigt. Da kommt... Da kommt nicht so viel. Da haben wir ein Dorf, da laufe ich mal hin. Da laufe ich noch zum Dorf. Und dann würde ich eventuell mal ein klitzekleines Päuschen einlegen. Also beziehungsweise die Folge für YouTube würde dann beendet werden. Und ich wiederum mache eine klitzekleine Pause. Ja, sind wir schon. Genau, das... Interessante Bauweise, ne? Ja, interessant. Genau, ich würde jetzt einfach gerade mal schnell ein kleines Päuschen einlegen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder für Leute auf YouTube und für Leute auf Twitch, die zugucken sollten. Wir sehen uns dann gleich nochmal, beziehungsweise die Pause könnte ein wenig länger gehen, weil ich mir was zu futtern mache. Vielleicht beende ich den Stream auch einfach mal schnell. Ja. So. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao.